Moin Freunde, was geht ab? Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Runde FIFA 17 im Karrieremodus hier auf YouTube bei mir, eurem Jardi. Oder mit mir besser gesagt. Und wir zocken heute nach unserer scheiß Heimniederlage gegen Schalke. Oh Mann, das tut mir immer noch leid. Zocken wir heute gegen Wolfsburg, glaube ich. Zumindest habe ich das eben, glaube ich, gesehen, dass es Wolfsburg war. Oh, warte mal, zwei Tage noch. Okay, und jetzt Pause. wir haben eine Nachricht bekommen, der hat uns ein Angebot zurückgezogen. What? Achso, Uruguay, ja, das ist, mit Uruguay wollen wir eigentlich auch nichts am Hut haben, ne? Was wollen wir denn Uruguay, ey? Obwohl, noch ein paar, das ist ganz gut. So, Ignacio, trainieren. Junge, du musst, schießen. Aber, oh, nehmen wir das nicht. Er muss einfach das Tor treffen, ne? Und nicht immer nur den Pfosten. Der hätte zwei Spiele oder drei Spiele nacheinander auf den Pfosten getroffen. Und im letzten Spiel gegen Schalke war das leider sehr... Ach nee, stimmt gar nicht. Gegen Schalke war das... Ødegaard. Der Ødegaard. Hier haben wir den Kasper. Der am Kasper ist, ey. Ist ja so eine Frage, ne? Warum frage ich so? Der Kostic, der macht Dribbling, Ausdauer, Ballkontrolle und Beweglichkeit. Beweglichkeit ist ja eigentlich gar nicht hoch. Eine 79, und wir haben den schon trainiert. Obwohl ich den echt eigentlich... Ich meine, der ist schon im Lauf, ist der schon eigentlich nur noch zu stoppen durch den Foul, ne? Und der macht da mal den einen oder anderen Übersteiger oder so. Oh, Ihnacho! Dolberg hat das gestiegen. Oh, Kostic ist eine 82 jetzt. Nice! Good job, boy. Good job. Okay, dann machen wir mal weiter. Haben wir noch länger Pause? Nee, wahrscheinlich. Doch. Oh, Transferphase, Freunde. Wir haben Winterpause. Wir können shoppen gehen. Schalalala. Wir können shoppen gehen. Wie viel Geld haben wir denn? Transfers. So. Büro. Wir haben Transferbudget. Oh, nur noch 28. Oh, wir haben auch voll viel Gehaltsbudget. Da können wir noch ein bisschen schieben, oder? Ich kriege noch ein bisschen mehr Transferbudget raus. Ne? Einnahmen. Wir haben 91 Millionen gemacht. Einsatzkarten. Wo haben wir denn so viel? Merchandise. 36 Millionen. Transfer plus 4. Cool. Oh, ja, okay. Wir haben aber auch voll reingeschissen. 65 Millionen Transferausgaben. Budget. Okay, wie können wir denn da? Ne, wir wollen weniger Budget, wir wollen mehr Geld. Für einen richtig guten brauchen wir aber bestimmt so 200.000 Gehaltsbudget. Also hätten wir 34 Mille. Wir haben 34 Millionen. 34 Millionas. Wir wollen einmal Training. Und dann Simulation stoppen. Die Nachricht, die wir bekommen haben, ist jetzt wahrscheinlich... Hallo Trainer. Jugendmannschaft, Transfermarkt. Jo. Jugendmannschaft. Was haben wir denn da so? Oh, Potenzial ist die 94. What? Nein, ich hab dir gerade freigegeben! Ich dachte, das sind neue. Oh. 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 Na gut. Ein Teil sind wir los. Oh, das geht ja gut los gerade. Oh my fucking goodness. Ich habe gerade ein Talent, 15 Jahre, Potenzial 94, habe ich gerade freigegeben. Ich habe gedacht, das sind neue Talente. Wenn ihr euch jetzt darüber lustig macht, ne, bitte mit Bedacht, ja. Denkt wenigstens an meine Ausrede. Ich habe gedacht, es war... ein neues Talent und ich wollte den nehmen. Und dann ist immer die Knopfreihenfolge, die man drücken muss, gleich. Man geht auf den Spieler, drückt drauf und oben ist halt, dass man ihn nehmen will und unten ist dann abbrechen. Ich habe einfach gedrückt, ja. Ich habe einfach gedrückt. Gut. Es ist jetzt, wie es ist. Wir können es nicht mehr ändern. Oxford macht ein gutes Training. Ihnacho auch. Kostic auch. Wood hatte keine Lust und ich glaube, Halilovic ist nicht mal vom Sofa aufgestiegen. Deshalb war es bei ihm ganz schlecht mit einem F. Mein schlechter geht ja gar nicht. Spielersuch.
wir suchen einen Spieler, und zwar ein Mittelfeldspieler. ZOM. Nationalität ist mir erstmal egal. Liga. Wen gibt es denn so in Spanien? Hallo? La Liga. So. Aboagie. Marco Asensio. Den finde ich richtig gut. Okay, warte mal. Wir machen mal Anfrage Kauf. Und ich werde 28,5 Mille, Opa. Damit wir wissen, wo wir hinkommen, ich biete den mal 19. Mal gucken. Ja. So. Kevin Prince Boateng. Den Schläger hole ich mir bestimmt nicht in den Verein. Der ist gut. Keine Frage. Aber der soll mal lieber bei Udo Las Palmas bleiben. Kanane. Duda. Was bei Asensio gut wäre, der ist natürlich auch noch jung. Der würde natürlich auch super bei uns reinpassen, ne? Das ist gut. Ich hätte dich so gerne, aber du bist einfach zu teuer, Junge. Das ist ja für uns nicht zu bezahlen. Da muss ich ja noch die halbe Mannschaft verkaufen, damit ich die leisten kann. Nein, machen wir nicht. James, oh, den hätte ich noch viel lieber als Isco. Mesut. Lübschi. Naja, den will man nicht. Emre Kolak. Wollen wir auch nicht. Scheiße. Okay, was haben wir denn noch so? Können wir mal in der Super League gucken, aber da gibt es wahrscheinlich nur. Wenn man in der Liga nie unterwegs ist, dann sieht man einen Spieler, den kennt man, Wesley Snyder, aber der Typ ist 32, Alter. Die hat man noch nie gesehen, ne? Aber der hat natürlich Pass und Schuss ist natürlich bei dem gut, ne? Aber Laufen zum Beispiel kennt er nicht mehr. Das ist für ihn, das Thema ist durch, so. In Amerika wollen wir gar nicht erst gucken. Komm, wir gucken mal in der Premier League. Aber die Engländer haben zu viel Geld, ne? Die wollen einfach zu viel wahrscheinlich. Santi Cazorla. Ja, der ist schon 32, das will ich eigentlich ausgeben. Ah, der 73,5 Mille, Alter. Für De Bruyne. Für den Braun. Können wir uns auch nicht leisten. Juan Mata. Oscar, 36. Oh. Damit ein bisschen Luck, Alter. Guck mal, ich mach mal Kauf. Und ich mache mal 25, so. Schaden kann's ja nicht, ne? Oh, das angeblich zwischen 43 und 49 Mille. Nein, das Geld haben wir nicht. Wayne Rooney. Der Wayne. Aber den will ich nicht. Den finde ich mal scheiße. David Silva. Okay, nein. Dann gucken wir uns noch in der Bundesliga. Bundesliga. Khalil Altintop. Ach du Scheiße. Alexander Baumjohann. Über den Namen habe ich mich früher mal lustig gemacht. Kerem Demirbay. Der war ja auch nur beim HSV, ne? Angeblich war er ja zu schlecht. Jetzt geht er voll steil. Julian Draxler, 41,5 Mille. Julian Draxler wäre ein Spieler, der mir gefallen würde. Allerdings ist er zu teuer. Mario Götze, 48 Mille. Ach, der Feier. Yannick Haberer. Der hat gegen den HSV richtig gut gespielt, eigentlich. Aaron Hunt. Ja, den haben wir vertickt, ne? Der ist, tschüss. Shinji Kagawa. Der würde mir auch gefallen. Aber ich glaube einfach, dass Kagawa von seiner Beweglichkeit 92, krass. Von seiner Spielart her kaum anders ist. Oder warte, wir können ja mal gucken. Physisch, Sprungkraft, Stärke 39. Der ist nämlich genau derselbe Spieltyp wie Halilovic. Jonas Mali, Sabitzer, ich kaufe keinen von RB. Die kriegen ja auch noch Geld von mir. Valentin Stocker, Lars Stindl. Nein, ich habe nichts gegen RB, aber man muss sie ja nicht auch noch unterstützen. So, ja, sonst. Ja, wir könnten nochmal Dings gucken hier. Liga noch, nein.
Wie war denn jetzt nochmal die italienische Liga? Calcio A? Heißt hier echt einfach nur Calcio A, oder? Oh, das ist einfach Atemana. Haben die keinen originalen Namen für die italienische Liga? Die heißt doch bestimmt nicht Calcio A. nö. Das ist wohl nichts, ne? Tja. Tja. Tja, und warte mal, eins können wir noch machen. Oh, wir können auch einmal kurz gucken. Guck mal in Spanien. Da werden wir einige bekommen, glaube ich. La Liga. Und zwar stellen wir mal hier nur um auf ZM. Marcelo Diaz, Ex-Famok-Spieler. Ja, na. André Gomez. 50 Mille. Boah. Ja gut, ich glaube, heutzutage muss man einfach so eine Preise angeben, sonst werden die alle aus Spanien gekauft. Iniesta, wäre auch ein geiler Typ so. Der hat sogar mehr Stärke als Dings hier, ey. Aber der ist schon 32, Alter. Kostet auch 38,5, ne? Ist auch über unser Budget. Aber da könnte man vielleicht... Oh, der Tony, du. Der ist schon nice, der Boy. Lauf ist nicht sein Ding, aber der Rest ist gut. Uni Lopez. Luka Modric. 50 Millionen. Alter! Großes 11 Millionen teurer oder hat 11 Millionen mal Marktwert als Luka Modric. Krass. Ja, vielleicht war Luka Modric ein... Wie alt ist Tony Kroos? 26. Oh. Na gut, da sind die noch 5 Jahre jünger. Rafinha. Ivan Rakitic. Bei Rafinha steht nichts. Schade. Ich habe jetzt auch keinen Bock irgendwie noch auf. Zu gucken, wer wie wo, was wann. Welche Stärke wo hat. Arda Turan wäre vielleicht ein Kandidat für uns. Form, okay. Ich mach mal auf Laie. Ich mach mal 2 Jahre. Künftige Ablösesumme mache ich mal 25 Millionen. Ah, verbleibendes Gehaltsbudget haben wir da nicht mehr. Okay, da müssten wir einmal kurz ein bisschen schieben. Wir brauchen 30.000 mehr, damit wir das theoretisch einhalten können. Finanzen. Herzlichen Glückwunsch. Wir dürfen wieder Geld schieben. So, damit sind wir zufrieden. Ist es eigentlich schlecht, wenn man für den Status, dafür als Trainer, so für die Bewertung, nö, wenn man ein bisschen Geld schiebt, oder? Ist doch heutzutage gang und gäbe, hier Geld zu schieben. So, runter. Wo ist der Arda Turan? Da ist er. Laie. 2 Jahre. 25. Zen. Gut. Wollen wir mal schauen. Das ist natürlich auch eine Option, ne? Jo, das war's dann auch. Wir haben hier nur eigentlich rausgesucht. Arda Turan. Und der ist nicht meine erste Wahl, wenn ich das so sagen darf. Naja, gut. Dann gehen wir mal auch weiter. Und mal schauen, was passiert. Transferangebot. Für Bakary Jatta. Für Jatta. Oh, nice. Wo soll er denn hin? Würzburger Kickers. Jo, annehmen. Auf Wiedersehen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Talent. Oder ist ein Talent ja, weiß man ja, mit so heiß des großen Ausblicken, ja. Aber ich habe noch nicht von denen gesehen. Oscar, Bedingungen nicht akzeptieren. Grund, der Spieler ist wertvoll für uns. Laie mit Kaufoption. Momentan nicht ausgegeben werden. René Adler wird den Verein verlassen. What? Nein! Nein! Habt ihr das gelesen? René Adler hat
Ding, was will der denn bei RC Anderlecht, Alter? Büro. Transfer. Mannschaft. Okay, Büro. Transfer. Spieler? Nein. Nein. Büro? Wo kann ich auf meine Spieler gehen? Spieler verkaufen. René. Der hat das echt schon unterschrieben. Der Vollidiot! Warum macht er das? Warum tut er sowas? Och nö! Oh, unsere Mannschaft bricht auseinander. René Adler ist unser Rückhalt. Okay, pass auf, wir haben da Donnarumma. Das ist ja nicht das Problem. Aber dann haben wir keinen mehr. Wir haben Mikkel, Alter. Ja gut, dann muss Donnarumma demnächst auch spielen, um einfach Spielpraxis zu sammeln. Ne? So einfach sieht's aus. Unsere Transfers sind auch alle in die Krütze gegangen. Transfergebot inakzeptabel. Markus nennt zu 43 Millionen? Alter, wer hat den eigentlich so ins Gehirn geschissen? So. Wir machen 34. Das ist alles, was wir haben. Ja. Ja. So. Wir bieten 34. Wir gehen jetzt alles oder nichts. Für Marco Asensio. Und danach ist. Haben wir nichts mehr. Danach ist. Schluss. Angebot akzeptiert. 34 Mille. Oh. Sehr gut. Sehr gut, Boy. Sehr gut, Boy. So, der kriegt noch ein bisschen Kohle von uns. Wir geben den. 170.000. Rolle im Kader. Wichtig für die erste Mannschaft. Vertrag 3 Jahre. Okay, wir gucken mal. Mal gucken, ob er dazu stimmt. So, Angebot zurückgezogen. Finnland. Ja, ist uns egal. Kriegen wir echt noch Asensio? Da würde mir wirklich gefallen. Der ist jung und gut. Ich weiß, wir haben da eigentlich Ødegaard und Halilovic. Aber Ødegaard ist ja eigentlich noch schlechter als Halilovic, wenn man ganz ehrlich ist. Und Halilovic, der ist nicht schlecht. Aber der kommt zu wenig bei rum, finde ich. Dafür, dass der bei uns so diese Stellung hat, die er hat. Irgendwie. Ich meine, seine Trainingsleistungen sind ja wirklich immer scheiße. Hat jetzt nichts mit den Echt zu tun. Das kann ich nicht beurteilen. Da hört man ja immer nur. Aber wenn man sich das hier anguckt, der hat ständig DF und. Also richtig geil ist das nicht. So, und wir müssen jetzt auf jeden Fall auch Donnarumma trainieren. Den brauchen wir. Jetzt demnächst. Den jungen Mann. Okay, Wood ist jetzt in 77. Der ist hochgegangen. Abschluss. Schusskraft. Stellungsspiel. Finde ich klasse. Hat er gut gemacht. Weiter. Übernimmt Fokus der Nationalmannschaft von Österreich. Kann ich sagen? Nein. Angebot abgelehnt. What? Der will mir Kohle. Es gefällt mir hier, ich möchte mich eigentlich neu orientieren, aber man könnte mich überzeugen. Ja, ja. Du willst nur Geld. Du Judas. Scheiße, wir haben keine Kohle da mehr, ne? Wir haben noch verbleibendes Budget 31.000. Wenn jetzt irgendeiner kommen sollte und sagen sollte, oh Trainer, eigentlich hätte ich gerne ein bisschen mehr Geld, so. Jo, den können wir nur den Mittelfinger zeigen, ey. Das ist nicht sehr nett. Marco Asensio, okay. Weiter. Nationaltrainer-Offerte. Tschechien. Nein, wollen wir auch nicht. Wir wollen auch nicht Trainer von Tschechien werden. Akzeptiert. Gut. Annehmen. Der gehört uns. Asensio ist nur eine 82? Ernsthaft? Also, das ist gut, ne? Aber ich habe gedacht, er ist ein bisschen stärker. Okay. Wir müssen jetzt trainieren. Alles klar. Bobby Roth hat keinen Aufwärtstrend mehr. Kein Wunder. Trifft er auch nicht mehr. Ist er dann jetzt schon bei uns mit drinne im Dings? Ja, da ist er. Er ist kurz davor, 83 zu werden. Okay. Wir müssen Mutter auf jeden Fall weiter trainieren. Er muss merken, dass wir an ihn glauben. Sein Stellungsspiel ist auch echt schlecht und gut, ne? Ist nicht hoch. Nehmen wir nochmal Kostic. Und jetzt nehmen wir. Ja, sein Markt ist runtergegangen. Selber schuld, René. Selber schuld. Warum gehst du auf? Du hast mich echt enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht. Wirklich enttäuscht. So.
jetzt kommt Donnarummas Zeit bei uns, beim HSV. Ja, da guck mal auf den Fehlern B. Da stringst du dran. Der merkt jetzt. Oh, das wird meine Chance. Jetzt komm ich. Hamburger SV holt Marco Asensio für 34 Millionen Transferangebot für Kleber erhalten. Oh, nice. Du, das nehmen wir an. Erstmal ist es ganz woanders, wo der hingeht. 3,9 Mille. Kann ich mitleben. Und wir kriegen ein bisschen Geld wieder, falls jemand kommt. Weil wenn einer im Team ist, der so viel Geld verdient, dann kommen die früher oder später. Das ist immer einfach so. Ja. Transferangebot. Mats Köhlert. Annehmen. Keine Ahnung. Unser Kader wird immer kleiner. Aber dafür qualitativ immer stärker. Und so muss es sein. Okay. Freunde, jetzt haben wir schon 20 Minuten. 21 Minuten fast, ne? Und ich habe noch nicht mal gespielt, Alter. Was mache ich jetzt? Spiele ich oder spiele ich nicht mehr? Ich würde sagen, ich spiele heute nicht. Das wird jetzt so eine Transferfolge. Ich würde dann morgen spielen gegen Wolfsburg. Dann sind wir bei einer halben Stunde. Das wäre vielleicht ein bisschen viel so. Das tut mir leid. Aber dafür haben wir jetzt in der Mannschaft Marco Asensio. Den können wir uns nochmal schnell reinziehen. Wir können ihn ja mal vergleichen jetzt. Wo ist er denn? Hallo! Okay, der gelbe Kreis ist Asensio. Physis besser. Tempo mehr oder weniger fast gleich. Schießen besser, passen besser. Dribbling Halilovic besser. Allerdings und Defense Halilovic besser. Davon habe ich allerdings bisher noch nichts gesehen. Details. Okay, Aggressivität 45. Abfang. Sprungkraft. Die sind beide schlecht. Stärke ist er um 15 besser. Ausdauer besser, Sprintgeschwindigkeit, oh langsamer, Reaktion besser, Übersicht besser, Antritt nicht so, aber gut, haben wir gesehen bei Tempo schon, Beweglichkeit nicht so gut, Balance hat Halilovic 91, ja gut, okay, Ballkontrolle gleich, Flanken ist Asensio besser, Efe besser, Dribbling, oh, das Halilovic bei Dribbling besser, kann ich mir gut vorstellen, lange Pässe, Fernschüsse, Asensio besser, kurze Pässe, besser, Schusskraft besser, okay, das war also doch okay. Spezialbewegung? Ja, ja, Halilovic hat einen Dubler, ne? Abseitsrate, Angriff, Mittel, Mittel, Hoch, Mittel, Fuß, Links, Links, beide, ZOM, 70 Kilo, 65, Größe 1,78, 1,70, Alter 20. Das wird jetzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier mit Asensio, aber ich würde ihn trotzdem jetzt bringen. Kein Witz, ich würde ihn spielen lassen gegen Wolfsburg. Ihr könnt ja mal drunter schreiben, was ihr sagt. Wen ich spielen lassen soll, ja? Und zweitens, jetzt wo Adler weg ist, was meint ihr, ist der richtige Zeitpunkt, Donnarumma spielen zu lassen? Und wen sollten wir uns holen? Am besten, der günstig ist, aber nicht mega scheiße. Also ich möchte keinen Wiedwald von Werder Bremen haben. Den wir dann als Ersatztorwart holen. Weil Mikkel ist ein guter. Mikkel ist ein ganz guter. Aber ich vertraue ihm nicht ganz. Oh, Iheanacho ist übrigens eine 80 jetzt. So, damit ihr Bescheid wisst. Und Oxford 71, war da nicht mal eine 69? Wir trainieren die alle hier. Achso, und übrigens, ihr könnt nochmal gucken, wir brauchen noch ein ZDM. Ein ZDM für Luis Holtby, denn den würde ich dann behalten, aber ich würde Ekdal verkaufen. Heißt, ein ZDM wäre nicht schlecht. Wir haben leider keinen Wallace. Aber das und mehr, Freunde, dann in der nächsten Folge von FIFA 17 mit mir, eurem Jardi. Ich freue mich schon auf die Kommentare. Haut rein. Bis morgen. Ciao.